Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich mache mich gerade ein bisschen ready, denn heute haben Philipp und ich Jahrestag. Wir sind heute einfach 5 Jahre zusammen und erst arbeiten natürlich, wir haben heute halt Dienstag und heute Abend gehen wir essen. Also wir machen nichts Besonderes, es ist halt mitten unter der Woche und ja, wir unternehmen ja auch so immer mal wieder was. Also ja, haben wir heute auch gesagt, wir an Valentinstag machen wir einfach nichts und gehen einfach ganz entspannt heute Abend Burger essen. Ja, es muss nichts mega krass Schickes sein, Leute. Also wir waren letztes Mal beim Griechen am Valentinstag und jetzt ist ja halt 2 Wochen später eigentlich nur und wir hatten dieses Mal Bock auf Burger. Deswegen gehen wir heute Burger essen in einem richtig geilen Burgerladen. Und ja, ich habe heute einen ganz normalen Tag eigentlich, bis er nach Hause kommt. Dann 18 Uhr gehen wir auf jeden Fall essen. Und dafür muss ich mich jetzt nicht besonders schick machen oder so, aber ich mache mich halt heute Morgen dann ganz normal fertig. Denn ich glätte jetzt mal meine Haare mit euch zusammen. Ich habe gestern meine Haare gewaschen. Seht ihr, wie die aussehen? So sehen die aus, wenn ich die föhne. Ich föhne die jetzt nicht richtig, richtig glatt, aber ich kämme die halt so durch beim Föhnen und dann sind die halt trocken und dann musste ich gestern Abend direkt schlafen gehen. Ja, aber niemals mit nassen Haaren schlafen gehen, das würde ich niemals machen, aber ja, deshalb muss ich die heute auf jeden Fall locken, wollte ich schon sagen, glätten. Ja, mache ich mich jetzt heute nicht richtig schick, aber ich wollte heute eh ein bisschen Content abdrehen, weil ich muss irgendwie meine Zeit ein bisschen effektiver nutzen, habe ich das Gefühl. Gestern habe ich irgendwie nur rumgesessen, habe ich das Gefühl gehabt und ich gucke dann die ganze Zeit TikToks, ich suche nach Inspos und nach Ideen für Content und so, aber irgendwie, ja, gehe ich dann trotzdem nicht so richtig in die Umsetzung und ich könnte meine Zeit so viel sinnvoller für eigenen Content nutzen, wenn ich wirklich einfach mal anfangen würde. Genau, ich habe mir jetzt auch in Zukunft ein paar so Dinge vorgenommen, wieder mehr durchzuziehen und yes, seht ihr, wie schnell die Strähne jetzt komplett glatt war? Auf jeden Fall wollte ich jetzt gleich kurz ins Zentro. Deswegen schminke ich mich auch jetzt noch nicht, weil ich will später gerne das als Content filmen. Und ich möchte gucken nach ein paar Produkten, weil ich habe noch einen 50-Euro-Gutschein von meinem Vermieter geschenkt bekommen von Sephora. Könnt ihr euch das vorstellen? Das habe ich noch gar nicht erzählt, glaube ich. Also mein Vermieter war ja hier das Badezimmer anschauen, nachdem das Bad fertig ist. Und ich habe euch ja schon ganz oft gesagt, dass mein Vermieter wirklich der netteste Mensch auf dieser Welt ist. Der ist so zuvorkommt und lieb und so. Ich habe das ja schon ganz oft in den letzten Badezimmer-Vlogs und so mal zwischendurch erwähnt, weil ja auch alle immer sich wundern, dass ja, wir hier so viel mitbestimmen dürfen beim Bad und so weiter. Ja, das ist einfach der netteste Mann ever. Und der hat halt auch mitgekriegt, dass wir so ein paar Schwierigkeiten mit dem Bad hatten oder dass das Bad auch so lange gedauert hat, also länger als geplant. Und dann kam er einfach vorbei mit einem Blumenstrauß sozusagen. Und hat einfach, beziehungsweise er meinte, seine Frau hat einfach einen 50-Euro Sephora-Gutschein da reingetan. Alter, ihr konntet euch nicht vorstellen, wie geflasht ich war, als ich den geöffnet habe, den Gutschein. Also wirklich, Sephora ist ja wirklich absoluter Lieblingsladen. So Leute, ich glaube, ich ziehe heute einfach wieder mein weißes Top an mit einem schwarzen Mantel halt drüber. Diese Bershka-Tops sind richtig wild, aber ich glaube, ich brauche die eine Nummer größer, weil ich habe das jetzt zum Beispiel 1 oder 2 Mal gewaschen. Das ist ein bisschen enger jetzt auf einmal und die Ärmel sind immer kürzer. Die muss man immer so ein bisschen runterziehen, aber dafür kostet das Shirt auch nur 6 Euro. Ja, und ich ziehe, glaube ich, darüber einfach meinen schwarzen H&M-Mantel an. Und ich habe übrigens morgen einen Friseurtermin nochmal, weil ihr wisst ja, ich war im Januar beim Friseur, also vor einem Monat ganz genau, Ende Januar. Jetzt ist Anfang März, also ungefähr vor einem Monat war ich und habe meine Haare ja hell machen lassen, auch am Ansatz. Und ihr seht mal, wie schnell meine Haare wachsen, weil die waren hier am Ansatz, die Strähnen. Und jetzt sind die schon wieder so weit rausgewachsen. Das ist gar nicht das Schlimme, sondern ich habe hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe hinten ein paar Strähnen, die richtig hart rauswachsen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist einfach bei manchen Strähnen so ein richtiger Cut, weil die nicht so weich eingearbeitet sind. Und das ist mir jetzt öfter aufgefallen. Ich wurde auch schon ein paar Mal darauf angesprochen. Ja, deshalb muss ich die auf jeden Fall noch mal korrigieren lassen. Also ich bin jetzt nicht da zum komplett neu färben, sondern einfach zur Korrektur von den Strähnen, die halt hinten so hart rauswachsen. Aber ich finde es sowieso voll krass, weil man sieht halt richtig krass, wie schnell meine Haare wachsen. So innerhalb von einem Monat ist das jetzt so ein Stück rausgewachsen. Okay, Friends, das ist jetzt mein Fit. Bisschen dunkel hier. Aber ich habe einen H&M-Mantel einfach an. Den trage ich ja gefühlt immer. Der ist von letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar. Also den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
Dann das weiße Shirt von Bershka und darunter habe ich jetzt meine Hose angelassen, die von Gina Tricot. Okay, Friends, ich bin jetzt zu Hause. Habe nicht mehr meinen Mantel ausgezogen. Ich zeige euch, was ich gefunden habe. Also ich habe nach bestimmten Produkten gesucht, habe die auch gefunden, aber ja, habe jetzt tatsächlich keine gekauft, weil ich erstmal noch mal nach meiner Farbe gucken wollte. Und online sind die Sachen meistens günstiger. Also ich habe einen Concealer, den ich gerne kaufen würde von Sephora. Der kostet bei Sephora 37 Euro. Und bei Look Fantastic kostet er 18 Euro. Das heißt, ich bestelle dann lieber. Genau, aber ich habe trotzdem was Kleines gefunden. Einmal habe ich so eine Jeanshose mitgenommen von Bershka. Die ist grau, weil ich habe keine einzige graue Jeans. Also ich habe nur blau und dunkelblau und schwarz. Also ja, sonst habe ich keine graue Hose. Die ist, wie gesagt, von Bershka. Ist eine Straight Leg. Ich tue euch mal hier die Artikelnummer rein. Die könnt ihr dann gerne screenshotten und bei Bershka online eingeben. Die hat jetzt 30 Euro gekostet, also ist okay. Ich habe auch erstmal die nochmal da gelassen, habe nochmal überlegt. Und dann meinte Philipp und noch zwei Freundinnen von mir, ich soll die unbedingt mitnehmen, weil die saß eigentlich ganz gut. Aber ich bin dann trotzdem immer skeptisch bei neuen Hosen. Und dann habe ich mir das Serum hier geholt von L'Oreal. Das wollte ich schon richtig lange ausprobieren. Und dann habe ich mir noch einen Body mitgenommen von Zara. Denn die Zara Bodies sind wirklich die besten. Ich liebe Bodies mittlerweile. Ich hatte früher gar kein Body. Mittlerweile liebe ich Bodies. Die von Zara sind nämlich so krass schön. Die haben einen total weichen Stoff. Die kann man super anziehen. Auch ohne BH sehen die super aus, weil die einfach sehr gut fitten. Und ich habe die von den Zara Bodies einen schwarzen Langärmeligen, den ich so oft schon jetzt anhatte. Also ich hatte den bei jedem Mal feiern gehen an. Ich hatte den an Weihnachten an, ich hatte den an Silvester an, ich hatte den immer an. Und genau, und den habe ich auch nochmal in ohne Ärmel, wisst ihr, also so mit so einem Neckholder, aber dann, ja, ist das hier oben eng, trotzdem aber schulterfrei. Und denselben habe ich mir jetzt nochmal mitgenommen mit Spaghetti-Trägern. Den finde ich nämlich auch richtig wild. Und das ist ja ein Basic, das man einfach braucht. Genau, das war's. Mehr habe ich nicht gekauft, Leute. Dafür war ich jetzt 2 Stunden unterwegs und ich sehe immer noch ganz schrecklich aus. Ich hätte eigentlich auch noch einkaufen gehen müssen, aber jetzt irgendwie keine Lust. Ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut. Sehr wild. Ich habe übrigens auch neue Produkte von Purish. Könnte ich euch auch ganz kurz mal zeigen. Purish hat ja auch richtig geile Sachen. Ich habe da einmal mir von Color Wow dieses Shine Spray bestellt. Das wollte ich auch schon länger testen. Das macht einfach die Haare richtig shiny. Das werde ich heute Abend auch ausprobieren. Dann habe ich mir ein Lip Oil bestellt von Fleeky. Habe ich mir einmal diese Barriere Cream geholt von Transparent Lab. Die soll auch richtig gut sein. Hatte ja vorher immer hier diese von Geek & Gorgeous. Die ist jetzt aber leer, wie ihr seht. Deshalb habe ich mir jetzt diese Barriere Cream von Transparent Lab nachbestellt. Und dann habe ich mir eine neue Laneige Lip Sleeping Mask bestellt. Hey ihr Pupsis, heute ist ein neuer Tag. Kamera stellt natürlich wieder nicht scharf so. Ich war heute Morgen Fotos machen alleine draußen mit dem Stativ. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt öfter zu machen, weil ich habe halt nie eine Person, die Fotos von mir machen kann. Also die meisten sind ja immer tagsüber arbeiten. Und gerade wenn die Sonne dann scheint, ja, bin ich meistens ja alleine hier. Und ich dachte mir, ich muss es einfach mal mehr umsetzen. Ich habe so einen großen Willen darin, geilen Content zu bringen, geile Bilder zu bringen. Aber mir fehlt halt irgendwie so eine Person, die mir dabei ein bisschen hilft. Also nicht, weil ich das nicht alleine hinkriege, aber einfach Fotos alleine machen ist wirklich sehr schwer. Reels und so drehen geht klar. Also so die Standard-Reels, die ich sonst drehe. Aber Fotos machen draußen ist so schwer alleine. Also ich habe halt so eine App, die heißt Lens Buddy. Die drückt halt immer dann ab. Also man kann die halt auslösen. Dann stellt man sich halt vor das Stativ, vor die Kamera. Und dann macht die halt 50 Bilder hintereinander und in so Abständen. Also man kann sich halt auch die ganze Zeit bewegen. Und da kommen schon da ganz gute Bilder bei rum. Qualität ist aber dann nicht so krass wie mit der normalen Kamera. Und man braucht halt viel mehr Versuche, sage ich mal so. Weil man ja auch nie selber sieht, ob man jetzt drauf ist, wenn man mit der Außenkamera fotografiert und so, weil mit der Innenkamera wäre die Qualität, glaube ich, noch schlimmer. Genau, aber ich habe das heute Morgen gemacht und es sind ein paar coole Bilder dabei entstanden. Ich habe mal ein paar Schuhe bei Vinted reingestellt, die ich verkaufen will. Und schaut euch übrigens mal diesen Rosenstrauß an, den hat Philipp mir geschenkt zum Jahrestag. Wir waren ja gestern 5 Jahre zusammen. War das gestern oder vorgestern? Vorgestern, am Dienstag. Heute ist schon wieder der 7. Wir hatten
vorgestern 5-jähriges und da hat er mir diese schönen Blumen geschenkt und wir waren noch essen abends, also richtig schön. Leute, ist eine Bestellung angekommen. Ich habe mir Adidas Campus bestellt. Ich freue mich so sehr. Ich habe die noch einmal in meiner Größe bekommen. Die sind ja so krass ausverkauft. Ich will die unbedingt auch noch in anderen Farben haben. Die sind so wunderschön. Ich hatte so Glück. Leute, ich habe die wirklich noch einmal in der Größe bekommen. Und dann waren die wieder komplett ausverkauft, weil ich habe euch das auch gepostet und keiner hat die Schuhe mehr bekommen auf Zalando. Also war das, glaube ich, das einzige Paar gefühlt, was kurz gerestockt wurde oder nur 10 Paar oder so. Aber ich brauche unbedingt noch mehr von denen. Die sind so unglaublich schön. Und dann ist noch ein Paket angekommen, denn ich hatte auch bei Hey Natural bestellt. Die haben ja so leckere Riegel. Ich habe mir erstmal so Pakete bestellt von denen, die ich am liebsten mag. Dann habe ich mir noch ganz viele einzelne Riegel ausgesucht, Leute. Guckt mal bitte, ich liebe diese Riegel. Damit ist man einfach perfekt ausgestattet. Ich liebe hier einfach unterwegs so einen kleinen Snack mitzunehmen oder sowas. Das ist einfach perfekt. Hello Leute, heute wollte ich sagen, hello Leute. Wir haben heute Freitag und ich habe heute einen richtig guten Tag. Außer, dass mir einfällt, dass dieses Video noch nicht fertig ist. Aber naja. Ich werde jetzt sowieso erstmal, glaube ich, doch ein anderes Video Sonntag hochladen, weil ich habe für diesen Vlog einfach noch zu wenig geloggt. Ich mache jetzt eine Bowl. Ich war heute unterwegs, ich war da bei der Bank, dann war ich hier, dann war ich da, dann war ich ein bisschen Content shooten, dann habe ich ein paar TikToks gedreht, dann habe ich die Wohnung ein bisschen aufgeräumt, dann habe ich hier und da und Ananas und der Tag geht so schnell vorbei. Also momentan fliegen die Tage, aber das Wetter ist wenigstens ein bisschen schöner geworden. Ja, es ist trotzdem kalt. Und dann war ich gerade noch mit Philipp im Gym, dann war ich noch bei der Post und jetzt ist der Tag schon wieder um. Also es ist wirklich so vorbei der Tag und ich habe gefühlt schon wieder nichts. Also ich habe ganz viel gemacht, aber irgendwie auch nichts geschafft. Ja, und wir kochen jetzt, weil ich mache mir jetzt eine Bowl. Ich habe richtig Hunger auf Bowls. Ich habe mir ein paar Sachen geholt in meinen Mutti-Korb. Mein Reisentil-Code gilt übrigens noch, weil immer viele fragen. Hanna25 bei Reisentil. Ich habe mir eine Gurke geholt für meine Bowl. Dann habe ich mir Röstzwiebeln geholt. Eine Avocado. Avocado, kennt ihr die Leute, also kennt ihr dieses Meme, wo die sagt Avocado? Eine Tüte Salat, Feta, ganz wichtig, muss in meine Bowl, Honigsenfsoße, Sojasauce zum Fleisch anbraten, weil wir machen ein richtig geiles Hähnchen in Honig und Sojasauce, richtig lecker. Dann kommt natürlich noch Basmati-Reis in meine Bowl, den muss ich erstmal kochen. Und das war's, glaube ich. Ich gucke noch mal in den Kühlschrank. Einen Apfel mache ich noch rein, weil Äpfel in Bowls sind auch eine 10 von 10. Wenn ihr das noch nicht gegessen habt, macht das. Ich mache jetzt meine Bowl, bereite alles zu, schneide alles, brate alles an und dann zeige ich euch, wenn es fertig ist. So Leute, die Küche ist ein Mess, aber ich habe gekocht. Ich habe sogar alles mitgefilmt für TikTok. Schaut euch mal diese Prachtbowl an. Ich habe so leckere Sachen reingemacht. Und Philipp sieht sogar noch leckerer aus, Leute. So gut. Good morning, Leute. Heute ist ein neuer Tag. Heute ist Montag. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gevloggt habe. Auf jeden Fall bin ich gerade dabei, die Wohnung ein bisschen zu putzen. Und ich merke gerade, dass ich Kopfschmerzen kriege, weil ich heute noch nichts getrunken habe. Das heißt, ich trinke jetzt erstmal ganz viel Wasser. Dann putze ich weiter. Ich habe schon den Lappen hier in der Hand. Und wische gerade alles einmal ab, wollte einmal durchsaugen, vielleicht auch wischen. Bin mir gerade gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ordnung schaffen, weil hier sieht es wirklich ganz schlimm aus. Leute, es kam übrigens eine neue Bestellung an von Cult Beauty. Ich habe das zum ersten Mal bestellt und eine zweite Bestellung ist auch noch auf dem Weg. Ich habe mir nämlich da bestellt, kann ich euch ganz kurz mal zeigen, einmal zwei richtig gehypte Lippenprodukte von Summer Fridays. Bei uns gibt es die leider noch nicht im Sephora. Ich habe aber auch gesehen, dass es die bei manchen wohl im Sephora gibt. Bei uns leider noch nicht. Das sind auf jeden Fall Lippenprodukte, beziehungsweise das ist so eine Mischung aus Gloss und Lip Balm. Ja, und ich wollte die unbedingt testen. Und dann hatte ich mir noch eine neue Sache bestellt, die auch mega gehypt ist. Und zwar diese CC Cream von It Cosmetics. Die soll ja wie die eigene Haut aussehen. Also das ist so eine ganz, ganz leichte, deckende CC Cream. Die passt sich so ein bisschen der Hautfarbe an. Und es ist so wie deine eigene Haut, nur in schön. Und die ist auch so ein bisschen glowy. Ich habe die gestern ausprobiert. Ich habe die in der Farbe Light bestellt und ich habe auch nur die Probegröße. Weil, ja, eigentlich wollte ich die richtige, die große Größe bestellen, aber bei Cult Beauty habe ich irgendwie die hier bestellt, weil ich dachte, das wäre die große Größe, nur
in günstiger, aber dann kam halt nur die kleine an. Aber ist gar nicht so schlimm, weil da ist trotzdem viel drin. Und ich hole mir manchmal ganz gerne nur die Probegröße von so teureren Schminkprodukten, weil ich dann nicht weiß, ob ich die mag oder ob sich das lohnt. Ne? Deswegen, genau, wollte ich das dann auch mal testen. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt nicht so viel Geld da direkt für ausgegeben habe. Ich glaube, die Größe hat jetzt 18 Euro gekostet. Ja, genau. Aber ich habe die jetzt in der Farbe Light. Man könnte meinen, die ist ein bisschen zu dunkel. Also man sieht die ja hier, die Farbe. Und auf der Hand, auf dem Handrücken ist die noch ein bisschen dunkler als in der Tube. Also als man es hier sieht. Aber die passt sich eigentlich gut meiner Haut an. Also es geht noch. Und wenn ich Concealer und so drüber tue, der heller ist, dann geht das. Dann kommt noch ein Paket von Kylie Beauty an bald. Und zwar habe ich mir mein Huda Beauty Puder, was ich immer benutze und was ich über alles liebe, in Cherry Blossom, habe ich mir nochmal in der großen Größe bestellt, weil ich hatte mir ja auch hier nur die Probegröße geholt, weil ich es erstmal testen wollte und weil das Puder halt echt teuer ist. Und ich habe mir einen Patrick Ta Blush bestellt. Den werde ich auch safe mit euch auf TikTok und Insta testen, weil die ja so gehypt sind. Ich habe, glaube ich, jetzt einen Monat lang jeden Tag oder jeden zweiten Tag meinen Cult Beauty Wishlist geupdatet, weil ich eine bestimmte Farbe halt haben wollte. Und jetzt habe ich sie gekriegt. Und ich gebe euch jetzt auch noch ganz kurz einen kleinen Bershka-Haul. Ich habe auch noch bei About You bestellt, aber das werde ich euch wahrscheinlich dann mal anders zeigen. Oder auf Insta. Ich werde euch auch noch mal einen Bershka-Haul abdrehen. Also den drehe ich morgen, glaube ich. Weil heute bin ich ungeschminkt, heute regnet es. Vielleicht ist morgen das Wetter ein bisschen besser. Dann drehe ich das alles morgen oder Mittwoch. Ich habe aber einmal bei Bershka so ein Mini-Kleid bestellt in Schwarz. Es ist so schön, aber es ist viel zu kurz. Also ich habe es in einer S. Ihr seht schon, das ist so kurz. Also darin kann man sich auf gar keinen Fall bücken. Und das ist so ein Stoff, der rutscht halt leider sehr schnell hoch, muss ich sagen. Das war ein kleiner Fehlkauf, aber das Kleid an sich ist sehr, sehr hübsch. Weil das halt wie so ein Bandeau-Top ist mit einem Rock. Und das hat hier auch noch so eine ganz kleine Abnähung. Das ist so schön. Ich habe halt überlegt, das anzuziehen mit einer TVO-Shorts drunter. Also wenn ich eine schwarze TVO-Shorts drunter ziehe und dann irgendwas passieren sollte. Ich glaube, erstens rutscht es dann nicht mehr so krass hoch, weil halt Stoff an Stoff reibt und nicht auf der Haut. Weil Haut ist ja so dann rutschig und dann rutscht es halt hoch. Aber ich glaube, wenn man eine Hose drunter hat, hält es ein bisschen besser. Und wenn was hochrutschen sollte, ist es nicht so tragisch. Aber das ist sehr cute. Und dann habe ich mir so ein ähnliches bestellt, nur in ganz lang. Das ist auch ein Bandeau-Kleid. Hat ein bisschen weicheren Stoff und das ist halt ganz lang. Also das geht mir bis zu den Füßen. Das hat einen kleinen Schlitz am Bein. Das wollte ich mir letzten Sommer schon kaufen. Also das oder so ähnlich. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das dasselbe ist. Aber auch ganz schwarz. Habe ich auch in Größe S. Und das sitzt sehr schön, das sitzt super. Das ist ein bisschen faltig an meinem Oberkörper und Bauch. Aber man kann es halt immer so ein bisschen richten. Wisst ihr, man kann ein bisschen länger unten machen oder ein bisschen hochziehen. Je nachdem, wie es dann passt. Und ich finde es auch nicht ganz so schlimm, wenn so ein Kleid ein bisschen Falten schlägt. Solange das jetzt nicht zu locker ist. Aber es passt sehr gut, es macht eine richtig gute Figur. Muss man auf jeden Fall im Sommer tragen. Und ich dachte, sowas ist auch cool für den Urlaub oder halt, wenn man mal abends essen geht. Basic-Klamotten. Also Basics sind ja cool, aber ich muss irgendwie mal auch mal coolere Sachen kombinieren. Deswegen ja. Dann habe ich mir noch diese Hose bestellt. Die ist auch sehr cool. Die ist so weiß-blau gestreift. Die ist so wunderschön. Ich finde die sehr, sehr süß. Passt perfekt. Also ich habe die auch in der Größe S. Passt perfekt von der Länge. Ich bin 1,60 groß. Also die geht gerade so bis über meinen Schuh. Die kann man High-Waist tragen, aber auch Low-Waist. Das ist beides gut. Hat oben so ein Stretch. Sehr, 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 sehr schön. Finde ich, ist auch eine Hose, die man sehr, sehr gut einfach zu Hause tragen kann. Aber die kann man auch sehr geil kombinieren. Also für draußen, für den Sommer, eine sehr schöne Hose. Mit einem weißen Top oder so. Sehr pretty. Und dann habe ich mir noch so einen Trenchcoat bestellt. Das ist aber ein kurzer Trenchcoat. Ich habe nämlich keinen kürzeren. Doch, ich habe einen von Momox, aber der ist auch nicht so kurz, sondern der ist so... unterm Po endet der. Das ist auch ein kürzerer Trenchcoat. Und jetzt habe ich nochmal so einen noch kürzeren geholt. In Beige. Das ist einfach ganz normal geschnitten wie ein Trenchcoat. Nur, dass der halt nur ist wie eine normale Jacke, wisst ihr? Der hat auch so einen Gürtel dabei. Sehr, 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 sehr cute. Leute, guten Morgen. Ich wollte den Vlog an der Stelle beenden. Ich habe heute ein bisschen Content abgefilmt und habe halt später noch einen Nageltermin. Das packe ich euch aber dann in das nächste Video mit rein. Denn genau, der Vlog ist, glaube ich, schon lang genug. Deshalb beende ich ihn an der Stelle einfach mal.
Und alles Weitere seht ihr dann im nächsten Vlog. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Folgt mir gerne auf Insta und TikTok. Dort seht ihr immer alles Aktuelle. Ich poste dort so aktiv momentan. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Bye, bye.